Hinter dem deutschen Leitindex liegt endlich mal wieder eine erfolgreiche Handelswoche. Auf Wochensicht konnte der DAX knapp 300 Punkte zulegen. Aktuell allerdings kurz vor dem Wochenende kämpft der DAX etwas mit der 7.800-Punkte-Marke und liegt aktuell etwa 0,5% im Minus. In dieser Woche standen insbesondere Unternehmenszahlen im Fokus der Anleger. Ganz aktuell die Unternehmenszahlen von Samsung und diese fielen sehr, sehr gut aus. Samsung startet wirklich einen Angriff auf den Mitkonkurrenten Apple. So konnte das operative Ergebnis um satte 54% auf nun 6,1 Milliarden Euro gesteigert werden. Das entspricht fast dem Rekordgewinn aus dem Jahr 2012. Und auch die Marktanteile, hier legt Samsung auch eine sehr gute Performance aufs Parkett. Das heißt, Samsung konnte 56% mehr Smartphones verkaufen als im Vorjahresvergleichszeitraum. Das entspricht in etwa 68 bis 70 Millionen Smartphones. Doch auch in Deutschland gab es eine ganze Reihe von Unternehmenszahlen, unter anderem von BASF. Hier erwischte man ebenfalls einen positiven Start ins Jahr. So konnte der Umsatz um 4,8% auf nun 19,73 Milliarden Euro gesteigert werden. Der Gewinn beläuft sich mittlerweile auf 1,44 Milliarden Euro und nach eigenen Angaben sind die Gründe hierfür insbesondere das gute Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln. Weit weniger gut läuft es hingegen in Augsburg beim Lastwagenhersteller und Volkswagen-Tochter MAN. Hier weist man einen Verlust von 337 Millionen Euro aus. Der Umsatz schrumpft um 8% auf mittlerweile nur noch 3,6 Milliarden Euro. Als Begründung hierfür führt das Unternehmen insbesondere die Konjunkturflaute in Europa an. Mit der Konjunkturflaute in Europa hat auch der baden-württembergische Autohersteller Daimler zu kämpfen. Hier kappt man sogar die Gewinnprognose. Als Grund hierfür wird, wie gesagt, einmal die Konjunkturflaute in Europa angeführt, aber auch die nachlassende Nachfrage in China. Das operative Ergebnis von 8,1 Milliarden Euro kann, so Dietmar Zetsche, wohl für das laufende Jahr nicht mehr erreicht werden.